Adventskalender, Türchen 10 von 24. 10. Dezember. Seit 3 Tagen werfe ich Magenschutztabletten ein. Jeden Morgen. Anders geht's nicht. Zum Glück konnte ich das widerliche Shirt von gestern wieder hochwürgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt hätte verdauen können. Aber beim Anblick der heutigen Herausforderung rutscht mir mein Herz in die Hose. Scheiße. Hinter dem 10. Türchen liegt eine Flasche mit rotem Saft darin. Nun, ja genau, du hast recht. Nein, das ist kein Saft. Klar musste das kommen. In meiner Hand halte ich eine 500 ml durchsichtige Flasche. Darin menschliches Blut. So steht es jedenfalls auf der edlen Etikette. Blut im Magen zu haben, respektive zu konsumieren, ist nicht gesund. Das weiß ich. Angeekelt schüttle ich das Blut in ein Glas. Wie hätte ich sonst den Schlüssel rausnehmen können? Mit aufgerissenen Augen starre ich das Glas vor mir an. Beinahe schon hypnotisiert entferne ich mich vom Gedanken, es zu trinken. Von wem stammt das Blut? Wurde es gewaltsam abgezapft oder ist es von den Machern selbst? Ist der Spender gesund? Was ist, wenn das infiziertes Blut ist? Irgendeine Krankheit? An sowas darf ich nicht denken. Komm, einfach runter damit. Fuck. Jeder Vampir-Fan wird sich ins Fäustchen lachen. Ganze 2 Stunden brauche ich, um 3/4 des Glases zu leeren. Ich zwinge mich weiter zu trinken. Jeder Schluck ist wie eine ganze Hölle. Plötzlich ist das Glas leer, aber die Nummer 11 leuchtet keinesfalls. Wollt ihr mich verarschen? Ich blicke auf die Glasflasche, aus der ich das Blut geschüttet hatte. Ein kleiner Rest vom Blut schmückt den Flaschenboden. Tränen laufen auf meine Wange um die Wette. Schnell leere ich dieses bisschen auch noch meine Rachen hinunter. Endlich grün. Danke.